Harrison Fox? Sohn, ich brauche deine Hilfe. Vater, du vergisst, dass ich Rechtsanwalt bin. Der Privatdetektiv bist du. Komm, sei nett, Sohn. Du sollst mich nur schnell wohin fahren. Es dauert nicht lange. Jetzt gehe ich nicht mehr ran. Ja, zum Teufel, ich komme! Hallo? Wer ist denn da? Also doch. Melden Sie sich! Und schlage deshalb vor, wir halten uns auch künftig streng an die Linie der Planungskonferenz vom 24. Juni. Richtig. Darf ich mal stören? Nur wenn du eine gute Nachricht bringst. Nun, möglich wär's. Tag, Allison. Sie sind wie immer schön wie der junge Morgen. Danke. Wir sind fürs Erste fertig, danke. Ja. Ein Glücksfall, deine Sekretärin. So tüchtig. Vater, raus mit der Sprache. Hat sich Moss verraten oder nicht? Und ob er das hat? Oh ja, wirklich? Ich habe 12 Fotos, wie er über die Terrasse ins Wohnzimmer stürmt. Der reinste Edwin Moses. Glaub mir, die Versicherung, die dich beauftragt hat, kann stolz auf dich sein. Vater, du bist spitze. Du hast erreicht, was 2 Versicherungsdetektive nicht geschafft haben. Einen 4-maligen Betrüger und Simulanten zu überführen. Ohne deine Fotos hätten wir uns mit dem Kerl vergleichen müssen. Nun nicht mehr. Vater, ich gratuliere dir. Los, zeig sie mir mal. Die Fotos habe ich noch nicht. Ich habe sie zum Entwickeln weggegeben. Ach, sie sind sicher schon fertig. Dann rufe ich sofort die Versicherung an und gebe ihnen das durch. Und zum Mittagessen lade ich dich in die wilde Gans ein. Ah, dann esse ich in der Gans eine Ente. Achtung, duck dich! Reingefallen. Wie kommst du ausgerechnet auf den komischen Laden, Vater? Wieso? Weil er Heidi gehört. Aha. Wer ist Heidi? Eine Freundin. Wir vom Fach lassen das seit Jahren entwickeln. Was vom Fach? Wen meinst du denn damit? Kollegen. Manchmal gibt es in unserer Branche Bilder, die sind unerquicklich. Aber... Oh, danke. Aber seit sie diesen automatischen Entwickler hat, wird sie sich vor Kunden nicht mehr retten können. Nicht so ruckartig. Spuck mich nicht an, du altes Monstrum. Wenn du dich nicht anständig benimmst, dann zieh ich dir den Stecker raus. Ach, Harry, schon wieder da? Ja, Heidi, sind wir schon über 1,5 Stunden hier. Ja? Dann sind sie hoffentlich fertig. Ach, das hofft sie nur? Ich würde dir ihr ein Bier anbieten, aber Frankensteins Kind macht selten Pause. Jetzt. So. Schauen wir mal. Ist nicht mehr so wie früher, Harry. Früher war man froh, wenn man die Bilder am nächsten Morgen hatte. Jetzt muss alles schon gestern fertig werden.
Irgendwo müssten sie doch dazwischen sein. Fox. Ah, oh, da sind sie ja. Harry Fox. Macht 8,25. Ja, oh, bekommen Sie sofort. Alison, du wirst sehen, die Fotos werden dem Geier zum Verhängnis. Heidi, da stimmt was nicht. Das hier sind nicht meine Bilder. Was? Es war zu schön, um wahr zu sein. Vermutlich nur eine Verwechslung, weiter nichts. Das ist schon oft vorgekommen. Ich sage dir, Harry, diese Maschine da macht mich noch mal krank. Vielleicht habe ich sie noch hier. Dies sind nicht abgeholte Fotos. Reiß mal auf und zieh nach. Ich klebe sie später wieder zu. Vater, ich habe der Versicherung schon gesagt, die Bahn wäre frei. Nun sei nicht gleich so hysterisch, Sohn. Nichts. Lauter schöne Schnappschüsse von diesem Boot, der Wanderer. Heidi, das kann ja nur verwechselt sein. Der andere hat vermutlich unsere Fotos und wir seine. Ne? Großartig. Und wie bekommen wir sie wieder, Vater? Nichts einfacher als das. Hier steht's ja. Pier 39 Marina. Und, Liegeplatz 24. Was hindert mich daran, da hinzufahren? Ich rede mit dem Mann und bringe es in Ordnung. Kein Problem. Ja, gut, gut. Und was haben Sie im fünften? Golden Lady. Nein, dann nehme ich lieber Black Mary im siebten. Ja, ja, in Golden Gate. Selbe Summe, ja. Black Mary? Das würde ich nicht. Sekunde mal. Was sagen Sie? Wenn Sie auf Black Mary setzen, sind Sie ja geldlos. Der mag kein tiefes Geläuf. Bei dem vielen Regen in letzter Zeit ist Golden Gate doch der reinste Sumpf. Streichen Sie meine Wette. Ja, ja, ersatzlos. Ich rufe wieder an. Danke für den Tipp. Oh, bitte. Hätte einen ziemlichen Batzen verloren. So, was haben Sie für Sorgen? Ich vermisse die Wanderer hier im Hafen. Sie liegt gewöhnlich an Liegeplatz 24. Kann ich nicht mit dienen. Warum nicht? Diese 20er-Stege vermieten wir immer nur vorübergehend. Muss doch irgendwo vermerkt sein. Diese Laufkundschaft nicht. Wenn Sie kommen, lösen Sie einen Schein und wenn Sie ablegen, bezahlen Sie. Aber eins ist mal sicher. Bei mir war in den letzten 4 Wochen kein Schiff mit diesem Namen. Tut mir leid. Schade. Hören Sie, falls es noch aufkreuzt, rufen Sie mich an, ja? Es ist wichtig. Gut. Danke. Wiedersehen. Hier bei Quinn. Es ist Klauser. Frag ihn doch, was er will. Der Chef kann im Moment nicht. Wo brennt's denn? Ich frag ihn nochmal. Er sagt, es sei sehr wichtig. Na schön, dann gib ihn mir mal über den Lautsprecher. Seien Sie mir gegrüßt, Klauser. Wo brennt's denn? Hier war eben ein Privatdetektiv namens Harry Fox. Er hat sich nach der Wanderer erkundigt. Was wollte er wissen? Er wollte wissen, wem sie gehört. Außerdem hatte er Fotos vom Schiff hier am Liegeplatz. Und weiter? Ich habe ihm gesagt, das Schiff sei mir nicht bekannt. Und durchblicken lassen, es sei unmöglich, den Besitzer festzustellen. Hat er sich denn damit zufrieden gegeben? Das ist schwer zu sagen. Er hat seine Karte dagelassen. Danke, Klauser. Wir lassen von uns hören. Gut. Da macht jemand Fotos. Hatten wir das nicht schon? Allerdings. Zuerst Mendez, jetzt dieser Kerl. Wer weiß, ob die nicht zusammengehören? Ich halte das für eine durchaus begründete Annahme. Und was wollen wir nun tun? Mendez und dieser Fox können die ganze Aktion gefährden. Wir dürfen nicht in Panik geraten. Das nützt uns überhaupt nichts. Wir werden in Ruhe feststellen, wie nahe sie schon an uns dran sind. Und wenn sie nahe dran sind? Fox und Mendez sind nicht gefährlicher als andere Störfaktoren, die wir in der Vergangenheit hatten. Und wie diese werden sie von uns auch behandelt werden. Es sei denn, dass Gewalt jetzt aus deinem Programm gestrichen wäre. Doch das scheint wohl abwegig. Mama? Mhm? Stimmt es, dass du Freitag in unserer Schule Vertretung machst? Mrs. Tucker nimmt sich einen Tag frei. Warum? Nimm dich bloß in Acht vor dem Zeichenlehrer Williams. Der flirtet mit allen Vertretungen rum. Aber könnt ihr denn sowas auch schon beurteilen? Du denkst wohl auch, wer Kleines muss dumm sein.
Das ist Opa. Ah, das trifft sich gut. Ich muss sowieso mit ihm reden. Oh, grüß dich. Seid ihr schon fertig mit dem Essen? Ich habe eine Spezialität von der Bäckerei Müller. Ich versuche dauernd, dich anzurufen. Hast du die Fotos? Ne, sagen wir, so gut wie. Der Vater, was hast du denn da? Cindy, du verdrehst die Augen. Das ist eine Rombeer-Kiwi-Cremetorte. Kiwi-Igitt! Vater, was meinst du mit so gut wie? Muss ich das näher erläutern? Erläutere. Später. Cindy, dieser Müller ist ein Genie. Seine Torten sind wahre Kunstwerke. Komm, riech mal. Riech mal. Es riecht so, Vater, als hättest du die Fotos nicht. Noch nicht. Die Wondre lag nicht im Hafen, aber ich habe gefragt. Es ist ein kleiner Kabinenkreuzer. Vermutlich gerade auf Fahrt. Sohn, ich kann heute Abend doch nichts mehr machen. Wenn ich meiner Mandantin und dem Anwalt dieses Betrügers morgen nicht die Beweise vorlege, bin ich erledigt. Persen, ich kläre das gleich als erstes, morgen früh. Also, weißt du, was jetzt gut wäre? Was? Eine schöne Tasse Assam-Tee zur Brombeertorte. Igitt? Ja, Igitt, Igitt. Verlegen. Aber wenn Sie merken, dass ich Sie hinhalte, kriegen wir Schwierigkeiten. Ich verspreche dir, die Fotos zu besorgen. Unter einer Bedingung. Welcher? Dass du aufhörst, mich zu nerven und dich schlafen legst. Du solltest ihm eine Massage verpassen. Ich kann's ja mal versuchen. Cindy, gibst du mir ein Stück davon mit? Nimm die ganze Torte mit. Ich glaube, du bist der Einzige, der sie isst. Danke, ihr seid schön dumm. Aber bitte. Wie du meinst. Gute Nacht. Lecker, lecker. Ich habe sein Büro und seine Wohnung durchsucht. In beiden war nichts. Kein Foto und keinerlei Hinweis darauf, was Mendes und er im Schilde führen.
Du hättest ihn erledigen sollen, als du dazu die Gelegenheit hattest. Ich erfahre gerade, dass morgen das Boot einläuft. Und statt dass wir den einen Verfolger loswerden, haben wir jetzt zwei auf dem Hals. Du musst schon entschuldigen, ich habe es versucht. Aber dieser Mr. Fox ist kein Dummkopf. Mag sein. Vielleicht haben wir mehr Glück mit Mendez. Hast du ihn aufgetrieben? Und ich denke, es ist Zeit, dass wir uns mal unterhalten. Vielen Dank, Leute. Schauen Sie gut hin, Herr. Was da von mir weicht, ist ein Werkzeug des Teufels. Ich danke Gott, dass er mir die Weisheit gegeben hat, es nur zu mieten. Es ist was Dummes passiert. Ich habe doch gestern Bilder abgeholt. Es waren die falschen. Mein Name ist Mendez. Oh. Dann haben Sie die Bilder für Fox. Für Fox? Wer ist Fox? Guten Morgen. Was ist denn hier los? Ich habe noch versucht, Sie anzurufen, aber Sie waren schon weg. Harry, Ihre Tür ist im Eimer. Irgendjemand hat Sie heute Nacht eingetreten. Schauen Sie. Ich habe die Polizei verständigt. Bestimmt derselbe, der auch in meine Wohnung eingebrochen ist. Und sehen Sie sich das an, du liebes Bisschen. Darf ich was vorschlagen, Harry? Entweder Sie teilen Schlüssel aus oder Sie bauen eine Schwingtür ein. Das macht es für uns alle sehr viel leichter. Ernie, ich bin bedient. In Ihrer Wohnung auch gleich. Ist ein Aufwaschen. Ja, ja. Ja, Harry Fox. Mr. Fox, Sie kennen mich nicht. Ich bin Mike Mendez. Ich bin in IDs Fotolabor und ich habe, glaube ich, Ihre Fotos. Auf meinen ist ein Mann mit Rollstuhl. Wie sehen Ihre aus? Es sind Fotos von einem Schiff im Hafen aufgenommen. Ja, die habe ich hier. Sagen Sie, ist jemand hinter Ihren Fotos her? Wie kommen Sie darauf? Bei mir wurde heute Nacht in Wohnung und Büro eingebrochen. Sogar geschossen hat man auf mich. Könnten Ihre Fotos der Grund dafür sein? Mr. Fox, ich brauche die Fotos sofort. Kennen Sie das Hotel Hartford? Ja. Da bin ich in 20 Minuten, Zimmer 212. Aber vorsichtig, Mr. Fox. Für Ihre Einbrecher von heute Nacht spielt ein Leben keine Rolle. Harrison Fox, Vater, wo bist du? Hast du die Fotos? Ja, demnächst. Was bedeutet demnächst? Meinst du so gut wie? Ich habe mit dem Mann telefoniert, der unsere Fotos hat. Ich treffe ihn in 20 Minuten. Oh, toll, Vater. Das ist die beste Nachricht vom ganzen Tag. Ich danke dir vielmals. Ach, noch was. Allerspätestens um 4 brauche ich sie, ja? Gut. Wiedersehen. Mr. Garrett auf 2. Hallo? Guten Tag. Oh nein, ich wollte mich nur vergewissern, dass wir 4 Uhr festhalten. Ja, diesmal haben wir ihn. Mendez? Thank you.
Nummer 12. Auch das noch. Was ist, Herr Inspektor? Tag, Herr Inspektor. Sie sehen gut aus. Wir haben uns lange nicht gesehen. Man hat mir nicht gesagt, dass Harry Fox angerufen hat. Ja, Ihr sprichwörtliches Glück. Würden Sie uns bitte bekannt machen? Das ist Kriminalassistent Woodley, Mr. Harry Fox. Sehr erfreut, Sir. Noch Anfänger, ja? Ja. Einen netten Vorgesetzten hätten Sie sich nicht aussuchen können. Er ist nicht nur ein netter Mensch, er ist ein vorzüglicher Beamter. Vielen Dank für die Blumen, Mr. Fox. Ich will Ihnen was sagen, Woodley. Leute wie Harry Fox kommen sehr selten vor. Sie sind was Besonderes. Dem Mann, den Sie vor sich sehen, habe ich fast alle meine Erfolge zu verdanken. Ach, wirklich? Ja. Die Polizei von San Francisco wäre arbeitslos, wenn er nicht pro Woche mindestens eine Leiche fände. Da ich weiß, Sie wollen weiterkommen, tue ich Ihnen einen Gefallen. Wenn er das nächste Mal anruft, um uns einen Leichenfund zu melden, lasse ich das Gespräch an Sie weiterleiten. Ja? Am besten gebe ich ihm gleich Ihre Privatnummer, damit er Sie auch nachts anrufen kann. Das tut er nämlich mit Vorliebe. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, Herr Inspektor. Das fände ich großartig. Aber gern. Gehen wir. Fox? Wer ist das denn? Wenn ich das wüsste, wären wir klüger. Ich habe es aus Mendes nicht rauskriegen können. Wir müssen ihn mal besuchen. Wo? Wir müssen doch erst mal wissen, wer er ist. Das kriegen wir schon raus, weil wir wissen, wo er wohnt. Ah, sehr gut. Hallo, Tony. Buongiorno, come sta? Hallo, Harry. Come va la cosa? Ah, man lebt, Tony. Ich habe einen Fall, der nicht so hinhaut. Was macht der Fischfang? Ja, zurzeit ist Flaute, sonst würde ich das hier ja nicht machen. Ja, na, wo drückt der Schuh? Ich suche ein bestimmtes Schiff, die Wanderer. Ein Motorschiff, 12 Meter etwa. Hatte drüben an der Marina festgemacht. Die Wanderer? Nein, habe ich noch nie was von gehört. Wer ist der Besitzer? Wenn ich das wüsste, wäre ich fein raus. Wissen Sie was? Ich male hier fertig und dann gehe ich mich mal umhören. Wäre Ihnen dankbar. Die alte Wanne kriegt wohl eine Schönheitskorrektur, hä? Müssen Sie nicht erst mal klar Schiff machen? Meine Idee war es nicht. Die Hafenpolizei hat gemeckert. Meine Schrift wäre nicht mehr zu erkennen. So was Bescheuertes. CF? Was bedeutet CF eigentlich? CF steht für Kalifornien. Jedes Schiff hat eine eigene Registriernummer. Kalifornien? Tony, Sie sind ein Gottesgeschenk. Und ob. Das habe ich zuletzt gehört von meiner Mama. Wenn ich Sie sehe, bekommt Sie einen dicken Kuss von mir. Mr. Fox, ich habe allmählich das Gefühl, Ihr komischer Privatdetektiv erscheint nicht mehr. Wäre es denkbar, dass er die sogenannten Beweise gegen meinen Mandanten gar nicht besitzt? Ausgeschlossen? Nein, 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 er hat sie tatsächlich. Der Mann kommt jeden Augenblick. Tja, entschuldigen Sie uns einen Moment. Mr. Fox, ich habe der Direktion bereits gesagt, wir hätten ihn im Sack. Wenn der Mann jetzt nicht kommt, bin ich bis auf die Knochen blamiert. Ja, und Sie verlieren einen Klienten. Still, haben Sie ein paar Minuten Geduld, ja? Sekunde. Wo ist der? Die nageln mich ans Kreuz. Ich habe überall angerufen, wo er sein könnte. Noch immer nichts. Meine Herren, wenn Sie mir gestatten, empfehle ich mich jetzt. Ich habe weiß Gott anderes zu tun, als mir durch Hinhaltemanöver die Zeit stehlen zu lassen. Mr. Moss und ich werden unser Recht zu finden wissen. Darf ich? Tagchen, Leute. Na, wie sieht's aus? Gut, dass du da bist. Erlauben Sie, das ist mein Privatdetektiv. Hersen, ich muss dich draußen sprechen. Ja, ich... es dauert nur einen Moment, ich... Mr. Bradford, Ihre Sekretärin auf Leitung 2. Danke. Na also, komm. Ja, Bradford hier, was ist denn? Vater, was soll das? Wo sind meine Fotos? Keine Ahnung. Du hast weißt keine Ahnung? Soweit alles in Ordnung. Eine Minute bitte noch. 20 Minuten wäre ich da. Ich beeile mich. Du, ich glaube, ich bin da auf was gestoßen. Ich hab dir doch von Mendes erzählt, dem Mann, der die Fotos ja. hat. Er wurde ermordet. Ermordet? Ja, nicht wegen der Fotos von deinem Betrüger, sondern wegen der Fotos von der Wanderer. Deswegen haben sie auch meine Wohnung und mein Büro durchsucht. Und auf mich geschossen obendrein. Auf dich geschossen? Ja, nicht getroffen. Es ist was dazwischen gekommen, Mr. Fox. Wir müssen unseren Termin verschieben. So, naja, wenn es nicht anders geht, dann müssen wir wohl. Wann passt es Ihnen?
Das kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen. Mein Mandant ist verschwunden. Von einem Schiff weiß ich überhaupt nichts. Er lügt. Ich interessiere mich in erster Linie für Ihre Verbindung mit Fox und Mendez, Mr. Moss. Noch nie was von gehört. Jetzt weiß ich, was das Ganze soll. Ihr wollt mir Angst einjagen, was? Damit ich weglaufe. Ihr wollt mich ein bisschen scheuchen. Ich soll euch vielleicht sogar etwas vortanzen. Also, ich muss schon sagen, man weiß ja, dass Versicherungen so manches anstellen, wenn es ums Geldsparen geht. Aber das ist ja geradezu lachhaft. Wo ist denn die versteckte Kamera? Es ist ja sowieso egal. Ich stehe nämlich nicht auf. Weil ich es nicht kann. Darum fahrt ihr mich am besten wieder heim. Ich schätze, Mr. Moss erwartet von uns den Beweis, dass wir es ernst meinen. Was also noch? Ach ja, jetzt kommt die Masche mit dem Fenstersturz, falls ich nicht sage, was ihr hören wollt. Jungs, ihr habt die falsche Software. So ist Ralph Moss nicht einzuwickeln. Oh, das ist gut. Höher, höher. Desto schöner ist die Aussicht. Nett, sehr nett. Das reicht. Es reicht jetzt. Es ist genug. Schauen Sie sich alles gründlich an, Mr. Moss. Es könnte das letzte Mal sein. Hören Sie auf. Ein Scherz ist ein Scherz. Fox und Mendez. Mendez' richtiger Name war Sanchez. Sanchez war V-Mann der Polizei von San Diego für den Bereich Piraterie. Sie meinen Ihre modernen Form? Ja, ich spreche von solchen Piraten, die fremde Schiffe kapern, die Eigentümer ermorden. Das Schiff für Drogentransporte benutzen und anschließend versenken. Hauptsächlich Kokain, nicht? Goodley, fahren Sie fort. Vielleicht können Sie, Harry Fox, etwas Neues sagen. Gern, Sir. Mr. Sanchez verfolgte eine heiße Spur im Zusammenhang mit einem verschwundenen Kabinenkreuzer. Die Susie Q, neuerdings die Wanderer. Mann, Sie sind wirklich gut. Woodley, würden Sie ihn fragen, woher er das hat? Ja, woher wissen Sie das? Mir lag eine Schiffsnummer vor. Da habe ich im Register nachgefragt. War ziemlich leicht. Was, Piraterie? Da schauenst du, was? Jetzt haben wir es also mit Piraten zu tun. Tja, ich kann's nicht glauben. Und das alles nur wegen dieses Entwicklungsautomaten von ID. Ach, das Schlimmste ist, dass Ralph Moss verschwunden ist, der mit diesen Seeräubern nichts zu tun hat. Aber die haben die Fotos von ihm. Denn Mendez hatte sie bei sich, als er erschossen wurde. Die vermuten bestimmt eine Verbindung zwischen Mendez und Moss. Die glauben, dass er etwas weiß. Wenn Sie zu Mr. Moss wollen, der ist leider nicht zu Hause. Das haben wir schon gemerkt. Können Sie uns sagen, wo er ist? Sind Sie von der Polizei? Wir... Nein. Ich bin Anwalt und mein Vater ist Privatdetektiv. Polizistendetektiv ist ein und dasselbe für mich. Sie kommen leider schon zu spät. Ein anderer Herr hat ihn vor einer Weile weggeholt. Was, ein anderer Herr? Ja, und nach dem Theater, das Mr. Moss gemacht hat, nahm ich an, dass er von der Versicherung kommt. Nicht, dass Sie glauben, ich hätte heimlich gelauscht. Ich bin wirklich nicht die Person, die hinter Mietern her schnüffelt. Haben Sie den Besucher gesehen, rein zufällig? Groß mit Bärtchen, nicht gut aussehend, aber ein sportlicher Mann. Er hatte einen Verband am Arm. Einen Verband? Ich wusste doch, dass mein Schuss getroffen hat. Da kommen Sie.
Der dickste Fisch aller Zeiten. 25 Millionen Dollar. Die haben wir uns wirklich verdient nach all den Schwierigkeiten, die wir gemeistert haben. Nur dieser Detektiv hängt noch irgendwo rum und schnüffelt weiter. Das Schiff liegt auf Grund und wir sitzen im Flugzeug, bevor ihm überhaupt klar ist, was gespielt wird. Nun mal langsam. Also, wie war das? Sie behaupten, Moss hätte mit den Rauschgiftschmugglern nichts zu tun, sei aber von ihnen entführt worden. Stimmt das? So wie ich das sehe, ja. Obwohl Sie keinerlei Beweise für diese Entführung haben? Ein Mann mit Verband hat Moss hier rausgeholt, gegen seinen Willen. Ach so, ja, ein Mann mit Verband. Herr Inspektor, von uns sind Fotos verwechselt worden in einem Fotolabor. Die haben nun die Schmuggler. Die Bilder von Moss? Ja, und die Fotos von der Wanderer? Alias Susie Q? Sind dafür bei uns gelandet. Man glaubte also, Moss wüsste was und hat ihn sich geschnappt. Offensichtlich haben dieselben Leute Mr. Sanchez erschossen und das Büro meines Vaters und seine Wohnung durchsucht. Ja, auf mich ist geschossen worden. Ja. Dabei habe ich dann zurückgeschossen und ihn verletzt. Aha, ich verstehe. Hat er Ihre Telefonnummer? Ja, Sir. Gut, gut. Tag, die Herren. Herr Inspektor, warten Sie! Was wird mit Moss? Den haben die Schmuggler in ihre Gewalt. Das wissen Sie doch gar nicht. Seit wann wird er vermisst? 3 Stunden. Er ist vielleicht ins Kino gegangen. Und was ist mit der Susie Q? Ich habe die Küstenwache verständigt. Die beobachten den Raum. Mehr kann ich dabei nicht tun. Aber versprechen Sie sich nichts. Denn meiner Ansicht nach haben Sie die Susie Q auf Grund gesetzt und sind über alle Berge. So läuft das nämlich, Fox. Und von nun an ist für weitere Fragen der Kollege zuständig. Danke, Sir. Das unterschreibe ich so nicht, Harrison. Erst erschießen Sie Mendez und dann wird Moss entführt. Die haben noch was auf der Pfanne. Aber sollten wir das nicht lieber der Polizei überlassen, Vater? Wenn Rauschgifthändler zu solchen Mitteln greifen, dann muss schon was auf dem Spiel stehen. Vielleicht ein letzter großer Fischzug. Selbst wenn du recht hättest, Vater, wie sollen wir sie finden? Es gibt hier haufenweise Grotten und Buchten, wo sich ein kleines Schiff prima verstecken kann. Abwarten, Harrison. Noch habe ich einen Trumpf in der Hand. Den Hafenmeister. Welchen Hafenmeister? Dem ich neulich meine Karte gegeben habe. Wenn ich mir das überlege, er ist der Einzige, der Ihnen einen Tipp gegeben haben kann. Wieso das? Ist doch klar, weil ich nur mit ihm gesprochen habe. Komm, wir stellen ihm ein Bein. Nur du allein stellst ihm ein Bein. Ich stelle überhaupt nichts mehr. Es ist dein Mandat. Eine Hälfte ist mein Mandat. Die unkomplizierte Hälfte. Die Hälfte ohne Piraten und Schmuggler. Harrison, diese Leute fackeln nicht lange. Dein kleiner Betrüger steckt bis zum Hals da drin. Wäre doch nett, wenn wir ihn lebendig wiederkriegen. Das bringt uns auch nicht weiter. Wir sitzen hier schon über eine Stunde. Wart's ab. Dass du das so durchhältst. Tag ein, Tag aus, diese ewige Warterei bringt einen doch zur Verzweiflung. Gar nicht mal. Ist so ähnlich wie beim Ersatzspieler. Man hält sich bereit, ohne zu wissen, ob und wie lange man eingesetzt wird. So, und du schmollst, wie du es schon als kleiner Junge getan hast. Das ist nicht wahr. Doch, ist wohl wahr, mein Junge. Gib's zu. Nein, ich schmolle bestimmt nicht. Ich hab Hunger. Warum sagst du das nicht gleich? Im Handschuhfach liegt was zum Knabbern, im Kofferraum Sprudel und unterm Sitz eine Tüte Bonbons, wenn ich nicht irre. Könnten wir nicht auf dem Rücksitz Würstchen und Koteletts grillen? Hab doch wieder die Holzkohle vergessen. Möchtest du welche? Nein, danke. Selbst wenn dieser Mensch noch vor Ende des Jahrhunderts sein Büro verlässt, wissen wir nicht, ob er uns zu dieser Wanderer führt. Ja. Aber vielleicht finden wir einen Weg, unsere Suche etwas zu beschleunigen und ihr den richtigen Pfiff zu geben. Tag, dürfte ich wohl mal Ihr Telefon benutzen? Oh, es hängt ein Münzfernsprecher draußen. Der ist leider kaputt. Ist es ein Ortsgespräch? Oh ja. Meinetwegen, aber bitte nicht so lange. Nein, ich mache es ganz kurz. Cindy Fox? Guten Tag. Ist dort die Vereinigte Seeschutz? Mein Name ist Harrison. Harrison? Bitte, kann ich mit Mr. Flynn sprechen? Ja, ich warte.
Hasi, was treibst du nur für Unfug? Hallo, Mr. Flynn. Guten Tag, Sir. Hier ist Harrison. Ich habe für Sie, glaube ich, eine gute Nachricht. Wir haben die Susie Q gefunden. Klärst du einen Versicherungsbetrug? Ja, so ist es. Ein Mr. Fox hat angerufen. Er ist Detektiv. Ich treffe mich in 10 Minuten mit ihm unten am Pier. Er bringt mich dann zu dem Schiff hin. Heißt das, du bist zum Essen nicht da? Oh ja, ich denke, dass wir das sehr rasch abwickeln können. Kann ich Ihnen meine Sekretärin schicken? Jederzeit, Mr. Harrison. Du bist mir lieber. Danke, danke. Ganz meinerseits. Danke sehr. Oh, bitte, bitte. Es hat geklappt, Vater. Harrison, du bist ein Ass. Fährt nach Norden. Das habe ich mir gedacht. Warum? Da gibt es für kleine Motorschiffe bessere Verstecke. Kirby's Cove. Perfekt. Ein natürlicher Hafen. Und, oh Ironie des Schicksals, ein Piratennest vor ungefähr 400 Jahren. Damals war es Gold, heute sind es Drogen. Es ist Zeit für die Polizei. Polizei früher anrufen sollen. Keine Sorge, die kommt. Woher willst du das wissen? Peyton ist nicht gerade ein Fan von dir. Ich meine nicht Peyton. Ich habe diesen Woodley angerufen. Zu Hause. Dein Versicherungsbetrüger ist nicht dabei. Wo sie den wohl gelassen haben? Vater, sie gehen weg. Nein, nicht schießen. Bist du verrückt? Ich will es doch nur vortäuschen. Und wenn sie uns nun entdecken? Das können sie nicht. Hier gibt's ein Echo. Der Knall kommt von allen Seiten. Ich wisse nicht, woher die Schüsse kommen. Anscheinend wissen sie aber, wohin sie schießen müssen. Aber wir haben sie zumindest aufgehalten. Schaffen wir es bis zum Auto? Hoffentlich. Mit. Thank you.
rüber. Was? Oh ja. Vater, das ist ein Polizeiauto. Und da sitzt der Polizeibeamte. Mr. Fox, hier! Herr Inspektor, ich fahre mit Ihnen mit. Sieht's aus? Ja, Sir, ich denke. Fährt ihr den Wagen zu Schott? Sorge ich persönlich dafür, dass wir ihm jeden Cent abknöpfen, den ihr Vater noch hat. Junge, nehmen Sie sie fest. Jawohl. Hey, Sie da, Hände hoch. Sie sind verhaftet. Na, kleiner Auffahrunfall, Herr Inspektor. Ich habe den jungen Kollegen gebeten. Das war Ihnen doch recht. Hörst du das? Was ist denn das? Das kommt aus dem Kofferraum. Moss! Oh Gott, noch mehr solche. Ich werde wahnsinnig. Wahnsinnig werde ich. Schnell weg, weg, Hilfe! Nun hast du den Beweis, Sohn. Mehr kannst du nicht verlangen. Besser als 1000 Fotos, Vater. Ade, 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 das Scheiden tut weh, wenn man sich trennen muss. Hilft mal. Ja, kommt rauf. Wenn man sich trennen muss, hilft meistens nur ein Kuss. Ja, Tag, wer Opa. Kommt denn da? Tag, mein Junge. Wie geht's? Gut. Was ist das denn? Habe ich Geburtstag? Oder ist Vatertag? Mach's mal auf. Das kannst du gebrauchen. Oh. Es ist eine selbstentwickelnde automatische Kamera. Ein Film ist schon drin. Da wird nichts mehr vertauscht. Ja, ohne ID. Komm, steig mal auf den Stuhl. Wir probieren sie gleich aus. Achtung, aber es geht gleich los. Runter. Wo ist das Vögelchen? Oh ja, das ist hübsch. Komm, das wir ist nehmen schön. Die Mitte. Das kommt ins Album.